bin die Agnes. Und wir sind Mittelstreckenläuferin aus dem Bezirk Christkirchen. Und unsere Lieblingsdisziplinen sind 1500 Meter und 2000 Meter Hindernis. Mit 3 Trainingstagen pro Woche begannen die Igler-Athletinnen vor ungefähr 4 Jahren ihre Sportkarriere. Mittlerweile gönnen sie sich keine Ruhepausen mehr. 7 bis 8 Mal wird in der Woche trainiert und dabei stehen Dauerläufe, Intervall- und Sprinteinheiten, Kräftigungs- und Stabilitätsübungen am Trainingsplan. Und wenn sie gerade nicht die Laufschuhe anhaben, dann fahren sie Ski mit dem Rad, gehen Inlineskaten oder Langlaufen. Viele sagen auch zu mir so, ja, wie schaffst du das? Bei mir geht sich das nie aus. Ja, du musst einfach die Zeit nehmen und hin und wieder muss man halt auch andere Sachen, die was du gerne machst, einfach auslassen. Man muss halt so eine gewisse Einteilung haben, so nach der Schule, dann kleines Training und dann kann man sich noch mit Freunden treffen oder so. Mit etlichen Landes- und Staatsmeistertiteln wollen die beiden heuer ihre persönliche Bestleistung steigern und erstmals einen 3000 Meter Hindernislauf probieren. Vor dem Wettbewerb macht man immer ein bisschen weniger, weil man muss ja dann für den Wettbewerb sollte man fit sein. Ja, man tut einmal einlaufen und dann tut man mal kreisen, dehnen und macht eine Laufschule. Also es sind verschiedene Laufübungen. Und dann macht man nochmal kurz vor dem Start macht man nochmal so ein paar so Steigerungsläufe und dann gehst eigentlich eh schon zur Startlinie und beginnst. Ihr Traum ist es, einmal bei den Europameisterschaften teilzunehmen. Disziplin, regelmäßiges Training und Leidenschaft ist die Voraussetzung. Montag und Donnerstag und Samstag sind wir immer im Stadion in Riath. Und da ist immer so ein bisschen Sprinttraining, Intervalle. Und Dienstag ist Krafttraining. Mittwoch haben wir mehr Ausdauer, also Dauerläufe. Und hin und wieder Alternativtraining, also Radlfahren oder so. Und Freitag ist dann nochmal ein bisschen gemütlicher. Zum Glück sind wir im Zwilling, also wir sind immer zu zweit, dann motivieren wir sie meistens gegenseitig. Und ja, es gibt oft Tage, wo man sagt, so, nein, mich freut's nicht. Dann machst du halt Alternativtraining, so Rollerskaten, Radlfahren oder so. Ja, aber wir machen meistens schon immer alles gewissenhaft. Ihre harte Arbeit hat sich auch bereits gelohnt und Ihnen ein Stipendium in den USA verschafft, welches Sie voraussichtlich nach der Matura antreten werden. Boah, ist das Training halt cool gewesen. Mir ist richtig gut gegangen. Ja, voll. Und jetzt müssen wir nur gescheite Runden rennen, weil unser Motto lautet ja, go hard or go home. Ja, passt, dann gehen wir.